Dienstagmorgen, 5:45. Viel zu spät, wie ich finde. Wir begrüßen euch recht herzlich hier in Grafenwald. Gehört zu Bottrop-Kirchhellen. Und ich weiß nicht, ob man es hier im Hintergrund hört. Wir befinden uns in der Nähe von der A31. Wo geht's heute hin? Wir haben wieder einen Namen erfunden hier, das kann ich einfach nur ablesen. Also wir laufen jetzt über die Burenbrockwiese. Das müsste eigentlich dieses Ding hier sein, wenn ich richtig informiert bin. Dann gehen wir durch den Wald Hohe Heide, laufen einmal durch Kirchhellen, gehen dann im weiteren Verlauf an den Heidesee. Ja, was für eine Pelle. Und dann kommen wir, ich muss stehen bleiben, zum Naturschutzgebiet Grafenmühl im Ortsteil Kirchhellen. Ja, warum sie den Wald nicht einfach Grafenwald genannt haben, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen oder Till natürlich auch. Ne? Los geht's. Ja, und wenn du hier im Ruhrgebiet läufst, ne, dann hast du schon mal Schwierigkeiten, wenn du außerhalb so einer geschlossenen Ortschaft bist, Sonnenaufgang einzufangen. Ja, weil hier doch im Gegensatz zum linken Niederrhein dann doch mehr Bäume stehen. Habe ich aber gewusst. Deswegen sind wir auch so spät hier. Naja, gut. Ja, eigentlich war heute geplant, nach Ratingen zu fahren, Ratingen-Homberg. Ja, aber aufgrund der Witterungslage habe ich mir gedacht, ich blende mal eben das Höhenprofil ein. Heute sollen es ja fast 40 Grad werden und wir haben jetzt schon 18. Ah, Leute, was ist denn jetzt hier wieder los? Da ist ein Tor abgesperrt mit Stahl und Eisen. Ah ne, guck mal, wir müssen rechts abbiegen. Alles richtig gemacht. Also wir wollten heute nach Ratingen fahren, nach Ratingen-Homberg. Wie gesagt, das Höhenprofil war mir dann doch zu krass. Geht es dann manchmal 100 Meter rauf und runter. Ja, es hört sich nicht viel an, aber wenn es dann zur fortgeschrittenen Stunde dann wärmer wird, ne, mag ich das nicht so. Eine Pelle muss ich das auch nicht zumuten, ne, weil die Tour zum größten Teil im freien Feld verläuft. Habe ich mir gedacht, gehen wir heute hier. Ich kann dann nachher noch in den Heidesee gehen. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier vorne noch mal meinen Sonnenaufgang einfangen kann. Und dann ist dieses Phänomen, was ich schon vor einigen Wochen gesagt habe. Ne, willst du einen Sonnenaufgang einfangen, ist dann Maisfeld im Weg. Ne? Ja, wollen mich alle ärgern. Aber ich ärgere Ärger. Weil ich nämlich jetzt hier an dem Maisfeld einfach vorbeigehe. Guck mal. Herrlich, Pelle, ne? Ja, Pelle? Super, ne? Interessiert dich überhaupt nicht, ne? Der Hund interessiert sich für gar nichts. So, Pelle, wir machen jetzt noch ein Foto. Ne? Und dann gehen wir da hinten weiter. Ne? Hast die Tour verlassen?
Ja, Frau Komoot meckert schon, ja, du hast die Tour verlassen. Aber ich wollte jetzt eben noch schnell ein Foto machen und ein paar Aufnahmen und dann gehen wir weiter. Pelle, guck mal hier, was ist denn das? Komme ich ja gar nicht hin. Was ist denn das? Ist das? Fängt das irgendwas auf? Da unten ist so eine Art Regenrinne oder Auffangrinne. Wie auch immer, ich kann den Zettel da unten nicht lesen, weil es geht ziemlich tief hier runter. Herr Pelle, du weißt das auch nicht, ne? Du weißt nur eins, wenn der Papa stehen bleibt, gibt es Leckerchen, ne? Ja, ja. Kilometer 1,3. Wir sagen herzlich willkommen im Waldgebiet Hohe Heide. Ja, jetzt laufen wir hier so 2-3 Kilometer durch den Wald. Und dann sind wir auch schon in Kirchhellen. Wie ich finde, wir waren schon mal in Kirchhellen gewesen. Und ich finde, Kirchhellen ist verkehrsmäßig eine sehr laute Stadt. Ja, wer kennt noch eine lautere Stadt? Gladbeck. Ja, also Gladbeck ist für mich der absolute Höhepunkt der Verkehrsdichte und des Lärms. Guck mal, Pelle, hier. Was ist denn hier? Ach, guck mal, Pelle, hier ist ein Förster begraben. Zum Andenken an den Revierförster Paul Töfflinger. 1871, er fiel durch den... Achso, er fiel durch wilderer Hand. In treuer Pflichterfüllung am 30.05.1914. Mann, schon lange her. Na ja, gut, wir grüßen Paul Töfflinger und gehen weiter. Ne, Pelle? Guck mal, darauf ein Leckerchen. So, sag mal, Prost, Paul. Weiter geht's. Ja, wie wir hier gesehen haben, aber ich muss erstmal die Mücken hier wegmachen. Wie wir gesehen haben, ja, befinden wir hier, uns hier auf so einer Fahrstraße, wieder ohne Radweg. Hier ist zwar 30, aber gibt schönere Wege, ne? Würde ich sagen. Ja, es ist auch natürlich nur blöd. Ich kann das mal zeigen. Frau Komoot zeichnet mal ausnahmsweise den Weg auf. Ja, und oben links kann man sehen, ja, führt der Weg zu einer Hauptstraße. Ja, und diese Hauptstraße führt dann zur Autobahnauffahrt A31. Ja, und deswegen ist hier morgens früh auch schon so viel Verkehr. Naja, wie gesagt, die meisten halten sich hier an die 30. 35, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ne? Jedenfalls fahren die alle nicht schnell. Freut mich. Ja, Pelle, hast du ganz fein gemacht, ne? Und wir sagen, weiter geht's.
Sammelfahrzeug, was heißt das? Bele, komm mal rüber. Komm mal hier rüber. Ganz schön mal los hier, komm. Bele, hier musst du ein bisschen aufpassen jetzt, ne? Ja Leute, ganz schön mal los hier. Das kannst du ja vorher bei der Planung nicht sehen, ist wie stark die einzelnen Straßen frequentiert sind. Für mich war das einfach nur eine Straße, die durch den Wald führt. Ja, aber für andere ist es halt eben eine Durchfahrtsstraße. Straße. Ja, Durchfahrtsstrafe ist es hier auch, wenn eine Durchlaufstrafe ist hier. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Da kommt noch einer, ne? Immer schön aufpassen. So, das reicht jetzt mit Autos. Ich will keine Autos mehr sehen. Außer meins. Weiter geht's. So, Kilometer 2,6 um 6.23 Uhr. Wir kommen auf der Rennforter Straße, das ist die Hauptstraße, von der ich vorhin gesprochen hatte. Da vorne sieht man schon das Auffahrtsschild der Autobahn. Da hinten steht auch Gladbeck dran. Jetzt verstehe ich nicht, warum war jetzt hier ein Übergang an der Straße, wenn ich hier nicht durchkomme, alles mit Brennnessel wieder bewachsen ist. So eine Scheiße. Pelle, komm, wir gehen hier. Aber da vorne ist eine Bushaltestelle und da versuche ich mal mein Glück, ob man da irgendwo rumkommt. Wir müssen ja sowieso in die Richtung jetzt gehen und ich würde sagen, weiter geht's. So, Pelle, Pelle, komm, wir gehen mal hier, komm, guck mal. So, jetzt müssen wir hier lang. So, Pelle, wir müssen hier lang. Nein, wir müssen da lang. Kilometer 3,4 um 6.30 Uhr. So, wir überqueren gerade die A31. Da vorne ist die Ausfahrt Gladbeck. Und so einen knappen Kilometer in die Richtung werden wir die Autobahn nachher wieder überqueren. Und dann geht's nach Kirchhellen. Weiter geht's. So, 3 Minuten später haben wir uns hier mal einen schönen Platz ausgesucht für eine Riegelzeit. Wo ich das jetzt viel zu früh finde und irgendwas stinkt hier. Pelle! Nach Biogas. Keine Ahnung. So, Pelle. Riegelzeit, sag mal, ne? Also, ich muss mal gucken. So, Hunger. Erstmal hier auch nach der Autobahnbrücke, dass wir Sonne haben hier.
Noch freut man sich darüber. Aber ich glaube, in einer Stunde oder anderthalb, dann spucke ich auch noch hier, sieht es anders aus. Ja, wie gesagt, wir laufen jetzt hier einmal so, sag ich mal, im Kreis rum. Man hört die Autobahn ja auch noch hier vorne. Und dann geht es nachher wieder über die Autobahn hinweg. Und dann sind wir auch schon in Kirchhellen. Ne, Pele, wolltest du noch ein Stück haben? Komm mal her. Bitte. Ich würde sagen, weiter geht's. Wir kommen jetzt zum Müllauto. Pelle, warte mal. Pelle, ne? Komm heute nur, um dich zu ärgern, sag mal, ne? Das war Blödes. Ja, Leute, es war sehr schön hier, so landschaftlich. Ja, aber wie wir vorhin gesehen haben, ist das doch hier schon auch wieder so eine Fahrstraße ohne Gehweg oder wie auch immer, keine Ahnung. Hinzu kommt noch hier diese komische Abbruchkante, wo du nicht, wenn du nicht aufpasst, wenn man gerne reinknickst. Im Hintergrund rauscht die Autobahn. Das ist wie so ein verschneites Testbild, dieses Geräusch. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, keine Ahnung. Naja gut, ne, mit Komoot geplant. Ich glaube, das werde ich demnächst mal selbst in die Hand nehmen. Weiter geht's. Was heißt denn selbst in die Hand nehmen? Ich hab's ja selbst in der Hand. Ne, ich sage ja da lang, da lang, da lang. Und ich gucke dann immer auf Satellitenbildern, wo könnte es, wo kann es, wo sollte es, wo muss es. Ja. Und dann musst du auch immer aufpassen. Ab und zu führen dich die Wege dann auch mal durch so einen Bauernhof. Ja, und dann haben wir auch schon Ärger bekommen, ja, warum wir da durchlaufen auf Privatgrund. Wo waren das gewesen? Ja, in Förde, genau. Förde war das gewesen, wo wir den Ärger bekommen haben. Wo es auch nicht ausgeschildert war als Privatgrundstück oder als Durchgang verboten. Naja gut, soll uns nicht jucken hier. Ne? Also im Moment kommt ja auch kein Auto. Und ich würde sagen, weiter geht's, ne? Ja, Leute, eigentlich führt der Weg da lang. Ja, aber das ist so eine beschissene Scheißlandstraße. Wieder ohne Radweg oder Fußweg oder wie auch immer, keine Ahnung. Und da soll ich jetzt einen Kilometer lang entlang gehen. Da habe ich keine Lust zu. Also gehen wir jetzt hier noch ein Stück weiter geradeaus. Ja, da kommt gleich noch eine Brücke. Die werden wir dann nehmen. Und dann würde ich sagen, weiter geht's.
Kilometer 5,5 um 6.57 Uhr. Wir haben sie die ganze Zeit schon gehört und wir sind wieder über der A31. Hier zu meiner Linken kann man sehen, die Brücke, die wir eigentlich gehen wollten. Und zu meiner Rechten, da ist noch eine Brücke. Das ist die Heidhauser Straße oder Heidhausener Straße. Ja, aber da war mir richtig viel Verkehr. Das war auch wohl eine Landstraße. Und ja, jetzt haben wir noch 300 Meter und dann sind wir schon in Kircheln. Weiter geht's. So, wir sind jetzt auf die Heidhausener Straße abgebogen. Ja. Vorne kann man schon das Ortseingangsschild von Bottrop-Kirchhellen erkennen. Und wir werden jetzt hier vorne gleich links abbiegen. Dann gehen wir einmal quer durch Kirchhellen. Ich würde sagen, weiter geht's.
Kilometer 7,4 um 7.22 Uhr. Mit dem Überqueren der Bottropper Straße haben wir jetzt Kirchhellen verlassen. Ja, ich würde sagen, so ganz nettes Städtchen. Wenn es jetzt morgens früh ist, ich weiß nicht, wie es mittags aussieht. Schöne Blümchen haben wir gesehen, schöne Kirche. Und ich würde sagen, nächstes Ziel Heidesee. Weiter geht's. Da ist ein Reh. Ja, ganz viele Rehe. Guck mal, fein. Ja, Pelle, Rehe, ne? Interessiert dich auch wieder nicht, ne? Für nix Interesse. Hast du wenigstens für das Auto Interesse, was jetzt da kommt? Auch nicht, ne? Guck mal. Ja, Auto. So, habe ich eigentlich gesagt, dass wir heute 17 Kilometer laufen? Hab ich noch gar nicht gesagt, ne? Und dass wir heute 40 Grad kriegen sollen. Irgendwie sowas. 39, 40 Grad. Ja, im Moment merkt man auch nicht allzu viel von der Sonne. Aber ich glaube, das wird sich jetzt in der nächsten Stunde doch ändern. Ich würde sagen, weiter geht's. Kilometer 9,6 um 7.45 Uhr. Ja, wie wir sehen, befinden wir uns hier wieder auf so einer komischen Fahrstraße, nicht auf einem Feldweg. Ja, tut mir leid, auch für den Pelle. Hier kommen das öfter mal Autos. Ja, willst du machen, ne? Ich sag mal, noch so knapp 1,5 Kilometer, dann sind wir auch am Heidesee. Weiter geht's. Irgendwie hat Pelle heute sehr eilig. Puh. Na ja, so ist er halt, ne? Ja, Pelle, du treibst nicht ganz schön hier, du. Bei dem Wetter. Kilometer 10,5 um 7.56 Uhr. Wir haben jetzt den komischen Fahrweg da, diesen Feldfahrweg, haben wir jetzt verlassen. Gehen jetzt hier über die Hauptstraße, Landstraße drüber weg. Das ist der alte Postweg. Und dahinter sehen wir schon die Schranke, da beginnt der Wald. Und haben dann zum Heidesee noch einen knappen Kilometer. Den Heidesee werden wir dann so halb umrunden. Und dann machen wir uns auf den Weg wieder nach Grafenwald, ne? Weiter geht's. Pelle steht. Komm, hör mal.
Ja, Kilometer 11,4 um 8.05 Uhr. Wir sagen herzlich willkommen und endlich am Heidesee. Ja, wir laufen jetzt hier vorne, da hinten, wo diese Insel ist in der Mitte. Da laufen wir einmal so drumherum bis auf die andere Seite und dann geht's Richtung Grafenwald. Ich würde ja am liebsten jetzt auch mal einen Schluck davon nehmen. Ja, aber ich glaube, dann verbringe ich den restlichen Tag auf dem Klo. Hm, Billy, bist du fertig? Sag mal. Fertig? Ja? Komm, kannst du gleich noch mal reingehen, ne? Wir laufen ein Stück weiter, kannst du gleich noch mal reingehen, okay? Nee? Doch noch mal einen Schluck nehmen. Ja, Pelle. Hä? Hier sind ziemlich viele Mücken, wollte ich hier nur sagen. Die haben auf mich abgesehen. Oh, und wenn du so stehen bleibst, dann kommst du doch schon richtig am Schwitzen jetzt, ne? Puh. Naja, ich will den Tag nicht vorm Abend loben, aber zum Glück sind hier keine Stechfliegen. Kann natürlich da hinten noch sein, dass da noch welche kommen und mich ärgern. Naja, werden wir sehen. Ich würde sagen, weiter geht's, ne? So, fertig? Ja, dann gehen wir weiter, komm. Ah. Oh, wir müssen da lang müssen wir, ne, Pelle? Hm? Da lang müssen wir. Komm, Opa. Ja. Ja, Pille, das ist Abbruchkante, ne? Guck mal hier. Da kannst du rein, ne? Guck mal. Ja, hier kannst du rein. Pille, hallo. Guck mal hier. Hier musst du rein. Da. So, siehst du. Guck mal. So. Ja, Heidesee. Jetzt muss ich erst mal gucken. Haben wir da hinten da. Ich halte mal die Kamera so dahin und den Finger. Da haben wir gerade beim letzten Mal gestanden. Ja, und jetzt müssen wir da in die Richtung. Pelle geht schon vor. Und wir sagen, weiter geht's. Pille, das war wohl nichts, ne? Das war ein Satz mit X. Was passt dir denn jetzt schon wieder nicht? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wasser ist zu nass. Weiter geht's. Was sagt? Hier müssen wir abbiegen. Da rein. Ich muss erst mal gucken hier. Frau Komoot sagt, da müssen wir lang, links. Also gehen wir mal hier lang, ne? Boah, wollt ihr aber mal schwitzen jetzt so. Ne, Pede, komm. Jetzt müssen wir hier lang, guck mal. So ein komischer Trampelpfad hier. Also ich weiß nicht. Ja, ja, Pelle, ich sehe das schon. Der ist hier richtig zugewachsen. Ja, oh, ah, der Scheißdreckweg hier.
Hier ist Ende, Pille. Pille, hier ist Ende, guck mal. Ja, vielen Dank an Frau Komoot, ne? Ne, Pille, da kommen wir auch nicht lang. Komm, ich wieder zurück. Ja, jetzt muss ich mir erstmal einen neuen Weg suchen, ne? So, jetzt haben wir hier noch so einen Trampelpfad gefunden, aber der führt auch ins Nichts. Ach, Kerl. Pelle, was machen wir denn jetzt? Naja. Kilometer 13,3 um 8.33 Uhr. Wir haben jetzt hier vorne die südlichste Spitze vom Heidesee erreicht. Die ist so knapp 100 Meter von hier entfernt. Und jetzt geht es hier über die, über den alten Postweg. Genau, dann geht es in so ein kleines Wohngebiet. Und dann sind wir auch schon im Naturschutzgebiet Kirchhellen. Und dann ist es auch nicht mehr weit. Ne, noch 4,5 Kilometer. Weiter geht's. Pelle durchhalten. So, Pelle. Pelle. So, wie gesagt, hier alter Postweg. Hier ist das Wohngebiet, wo ich vorhin von gesprochen hatte. Ja, und jetzt geht es hier einmal durch. Und dann sind wir auch gleich im Naturschutzgebiet, da melden wir uns wieder. Kilometer 14,5 um 8.50 Uhr. Wir sagen herzlich willkommen im Naturschutzgebiet Grafenmühle im Ortsteil Kirchhellen. Ja, warum hat der so einen langen Namen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Den könnte man auch einfach Grafenwald nennen. Ja, hier hinten ist so eine Abromhalde, Schönheide heißt sie, glaube ich. Und dahinter der Wald nennt sich Kölnischer Wald, also mit Doppel-L. Kölnischer Wald. Sind wir auch schon mal gelaufen, Pelle, im Kölnischen Wald. So, ich würde sagen, weiter geht's, ne? Nein. Oh, hier. Pelle. 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 Pelle, hier bin ich. Hier im Schatten. Jetzt hast du mich gesehen, ne? Wahrscheinlich hat die Sonne geblendet. Ich stand nämlich hier vorne im Schatten. Sonst hätte ich mal wieder meinen eigenen Schatten gefilmt. Wo ist er, ne? Da rennt er. Hier bin ich, auf der Brücke. Ne? Uhr 9, genau 16 Kilometer gelaufen. Wir haben es jetzt noch knapp 1,5 Kilometer bis zum Auto. Ich hoffe, 9.09 Uhr, genau 16 Kilometer gelaufen. Wir haben es jetzt noch knapp 1,5 Kilometer bis zum Auto. Ja, wie immer blenden wir die Daten für euch ein. Und wir hoffen, euch hat die Tour ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, und ich hoffe mal, mein Auto ist nicht ganz so warm. Ja, ich hätte gerne im Schatten geparkt. Den gab es aber nicht. Ja, ein bisschen einkaufen muss ich jetzt gleich auch noch.
Aber wenn ich da keinen Schattenparkplatz finde, dann bringe ich erst Monsieur nach Hause und fahre dann nochmal los. Na gut, okay. Wir sind raus. Ja, Auto. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror.